Bestäuberforschung ist zurzeit ein sehr aktuelles Thema, unter anderem durch die verschiedensten Studien in den letzten Jahren, wo man erkannt hat, dass die Bestäuberdiversität abnimmt. Ich mache meine Doktorarbeit im Rahmen des GBOL, also German Barcode of Life Projekt. Dabei untersuche ich mithilfe vom genetischen Fingerabdruck, also DNA-Barcoding, die potenziellen Bestäuber in der Landwirtschaft. Und was ich untersuche, ist sowohl den Bestäuber als auch den Pollen, anhand ich dann wissen kann, welche Bestäuber welche Pflanzen besuchen. Das Thema Bestäubung ist für uns alle Menschen ein lebensnotwendiges Thema, was jedoch aber erst so in den letzten 10, 20 Jahren erforscht wurde. Und deswegen weiß man viel über manche Bestäuberarten, wie zum Beispiel die Honigbiene oder die Hummel. Aber von anderen Arten weiß man eben sehr wenig. Und das sind die Arten, die ich im Rahmen meines Forschungsprojekts untersuchen will. Unter den Insekten, die ich sammle, gibt es eine spezielle Familie, die Schwebfliegen. Die Schwebfliege, die hat einen sehr interessanten Lebenszyklus. Bei den vielen Arten ist es nämlich so, dass die adulten Schwebfliegen Eier legen auf Pflanzen. Diese Eier entwickeln sich zu Larven, die sich unter anderem von vielen Pflanzenläusen und sowas ernähren. Und werden dann irgendwann mal erwachsen und diese erwachsenen Formen ernähren sich, je nachdem, in welchem Fortpflanzungsstadium sie sind, eben manchmal vom Nektar und vom Pollen. Und die sind unter anderem Mimikry-Experten. Das heißt, die können sehr gut Bienen, Hummeln und andere Arten auch nachahmen, weshalb man sie oft schlecht voneinander unterscheiden kann, wenn man sich mit Insekten nicht so gut auskennt. Obwohl innerhalb der Fliegen, die Schwebfliegen, eine wichtige Rolle als Bestäuber spielen, ist es so, dass über 30% der Schwebfliegenarten sich schon in der roten Liste der gefährdeten Arten befinden. Mit ein Stückchen Glycerin-Gelatine tupfer ich die Körperoberfläche der Schwebfliege ab, um alle Pollenkörner zu sammeln. Die Pollenproben, die verschicke ich dann an Fachexperten, die sich mit der Bestimmung von Pollenkörnern auseinandersetzen. Und die Pollenproben werden aber auch in Zukunft genetisch bestimmt. Diese Daten brauche ich wiederum, um besser bestimmen zu können, wie die Beziehung zwischen Pflanzen und Bestäuber, in diesem Fall die Schwebfliege, ist. Die Insekten, die hier im Forschungsmuseum Alexander König gesammelt werden, die kommen dann in die eigenen Sammlungen. Die Sammlungen sind Archive der Biodiversität, der Natur und auch natürlich auch der Wandlungen. Do you think it's this Spirophoria scripta? Have you checked the genitalia? Yes. So, the first thing to check is those lobes, and you will see that it's not scripta, it's very close, but I think it's a stasis species. Take a look at the key whenever they bring you. Okay. Oh, I think it's a Spirophoria tiniata. Yeah, I think the same, I think okay. So. Check with another specimen, compare it. Just to make sure that you see the same characters. Yes, the genitalia are very similar. Yeah. Yeah, I think it's that species. Good. Die Tiere werden dann auf so eine Glasschale draufgelegt, da zupfe ich drei Beine ab, die dann später für das Barcoden im Labor notwendig sind. Und die werden in solchen Plastikröhrchen gelagert. Jedes einzelne Plastikröhrchen hat eine eigene Nummer. Und diese eigene Nummer befindet sich dann auch im Insekten an der Nadel in der Sammlung, so dass ich im Nachhinein, wenn ich dann die Ergebnisse zum Beispiel habe, das Tier in der Sammlung dann auch wiederfinden kann.
hier noch eine letzte Probe. Ah, das ist gut. Hier im DNA-Labor isoliere ich erstmal die DNA von dieser Gewebeprobe. Dann vervielfachen wir das CO1-Gen, was wir für diese genetische Datenbank später brauchen. Und dieses Material wird dann nach Hongkong zum Ablesen verschifft. Und letzten Endes, was wir dann bekommen, ist eine Datei, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Wir haben in der Natur nicht nur die Schätze, die wir direkt erkennen können, also die Pflanzen, Insekten und Tieren, die uns umgeben, sondern auch eine hohe genetische Vielfalt und Biodiversität. Und im Hinblick darauf, dass wir große Herausforderungen vorstehen, wie das Klimawandel oder Insektensterben, ist die Erfassung von genetischer Biodiversität natürlich sehr wichtig. GBOL steht für German Barcode of Life. Das ist ein Projekt, das seit 2012 läuft. Da sind mehr als 23 Instituten mitbeteiligt und das große Ziel ist es, eine genetische Datenbank der deutschen Flora, Fauna und Pilzdiversität aufzustellen. Mit der Nummer, die jetzt das Tier in der Sammlung hat und mit dem auch dieses Plastikröhrchen, wo die Gewebeprobe drin war, habe ich jetzt das Ergebnis bekommen, also den genetischen Fingerabdruck nach der DNA-Analyse. Und den kann ich zum Beispiel kopieren und mit der genetischen Datenbank auf der GBOL-Webseite vergleichen und komme dann auf welche Art ich gesammelt habe. Der drastische Rückgang von Insekten wurde jetzt in den letzten 10 bis 20 Jahren ungefähr beobachtet. Es gibt mehrere Faktoren, die wahrscheinlich dazu geführt haben. Der hauptsächliche Grund ist die Intensivierung in der Landwirtschaft. Das heißt, die Flächen werden immer viel größer, es gibt viel weniger Nahrungs- und Nistplätze für bestäubende Insekten und der hohe Einsatz eben an Pflanzen- und Insektengiften. Wenn es sehr wenige oder gar keine Insekten mehr geben würde, wäre das eine sehr große Bedrohung für uns Menschen. Wenn man das im Rahmen der Bestäubung sieht, wäre es so, dass viele der Nahrungsquellen, die wir Menschen bis jetzt nutzen, nicht mehr vorhanden wären. Das heißt, es würde wahrscheinlich kurzfristig Hungersnöte geben und langfristig wäre es so, dass wir sicherlich in unseren Nahrungsquellen eingeschränkt sein würden. Über 80% der Pflanzen sind direkt auch abhängig von der Bestäubung, um sich fortzupflanzen. Und deswegen würde natürlich die Pflanzendiversität sinken. Anhand der Daten, welche potenziellen Bestäuber welche potenziellen Blumen besuchen, können wir gegebenenfalls Maßnahmen entwickeln, wie wir die Diversität in der Landwirtschaft natürlich erhöhen können und auch ein effektives Bestäubermanagement führen können. Das heißt im konkreten Fall zum Beispiel bessere Blühstreifen anzupflanzen, also mehr Nahrungsquellen für Insekten anzupflanzen, die dann bringen, dass es eben eine höhere Bestäuberdiversität in der Landwirtschaft gibt.